Also kurz zum Wert der Kunst. Das ist mein aktuelles Forschungsgebiet. Wenn ich Wert der Kunst sage, dann beziehe ich mich auf einen ganz spezifischen Wert, nämlich den von Karl Marx sogenannten Warenwert. Das ist Marx zufolge ein Wert, der sich nur auf Waren bezieht und der sich sozusagen zurückführen lässt auf menschliche Arbeit, von der allerdings im Wert selber abstrahiert wird. Also Marx zufolge wird konkrete menschliche Arbeit im Wert zur abstrakten Arbeit. Wenn es jetzt um Kunst geht, würde ich sagen, dass Kunstwerke eine spezifische Wertform haben, die mit dem Warenwert bei Marx einiges gemein hat, aber einiges eben auch nicht. Ich würde einerseits den Wert der Kunst auf die Sphäre der Produktion zurückführen wollen und es so beschreiben, dass es an dem Sonderstatus von Kunstwerken als materiellen Unikaten einerseits, an der Spezifik künstlerischer Arbeit andererseits und noch an den Begehrensstrukturen liegt, mit denen wir es im Kunstbetrieb zu tun haben, dass der Wert der Kunst ein besonderer ist. Es ist nämlich so, dass diese materiellen Unikate, die auf einen einmaligen Urheber zurückzuführen sind, sich von gewöhnlichen Waren dadurch unterscheiden, dass sie eben diese Einmaligkeit aufweisen, dass sie auf diesen singulären Urheber zurückgehen und dass sie in der Regel auch mit einer materiellen Dimension einhergehen. Dies gilt selbst für immaterielle künstlerische Arbeiten wie Performance. Auch bei Performances wird man immer dafür sorgen, dass Relikte oder fotografische Dokumentationen der Performance sich sozusagen als Wertträger anbieten. Es gibt also einerseits diese produktionsspezifischen Besonderheiten des Kunstwerkes, die dazu führen, dass sein Warenwert ein besonderer ist. Und andererseits auf der Rezeptionsseite haben wir es bei Kunstwerken mit einem ja, kollektiven Begehren zu tun. Der Ökonom André Orléans nennt es affect commun. Und dieses kollektive Begehren investiert sich eben nur in bestimmte Werke, funktioniert auch mimetisch. Das heißt, es wird immer das begehrt, von dem man glaubt, dass andere auch dass es andere auch begehren. Und lädt die Arbeiten sozusagen mit einer zukünftigen spekulativen Erwartung auf. Und aus meiner Sicht ist der Wert der Kunst sozusagen das Resultat eines Zusammenspiels zwischen dieser sehr spezifischen Produktionsebene und Rezeptionsvorgängen, wie wir sie im Kunstbetrieb finden.